Kratos! Ich bin Ordnung, Kratos! Boah. Der denn für Moveset? Ja. Ist so, Prüfung geht da vor allem. Die werden noch richtig Spaß machen. Alles gut soweit, jo. Letzter Tag. Ich kann jetzt nächste Woche Sonntag wieder God of War spielen. Ja, ist so, absolut. Prüfung ist das Wichtigste. Hart auf hart kommen, Dank machen für Prüfungsvorbereitung. Noch eine unvollständige Runentafel. Ah. Stimmt, das können wir jetzt hier vervollständigen. Ah, geht dann da rechts der Zaun weg oder was? Jetzt muss ich das Wort nur sagen. Megin. Geschafft. Das Tor senkt sich. Schön. Da ist der Fischi. Jetzt können wir uns die Frucht da drüben holen. Ein Tropfi. Runenkraft dauerhaft um 2 erhöht. Da haben wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr. Wie sieht denn die Bucht im Allgemeinen aus? Ja, da haben wir halt noch was und hier. Dieses Draugerloch. Und dann ist da noch ein vergrabener Schatz. Und hier ist der andere vergrabene Schatz. Jetzt geht's aber hier hin, um hier durchzufahren. Arme Fisch, wo sich einfach alles mögliche an Zeug drauf gebildet und gebaut wurde. Let's go. Es sind hier noch eine Truhe. Gucken, was Chef sagt, ja. Notfalls gelber Schein regelt alles. Ich hoffe, dem Chef ist die Ausbildung auch wichtiger als Profit. Wobei,
gefunden. Hat sich versteckt unter Gold. Der kaputte Muspelheim-Samen ist jetzt komplett. Wir sollten ein mystisches Tor finden. Vielleicht auch Sutres Kampfherausforderungen. Oh, habe ich den zweiten Schlüssel? Entschuldigung. Kümmert sich drum, nichts kam mehr. Vielleicht dauert es auch nur, aber wer weiß. Eigentlich sollte man sowas schnell regeln. Oh, du bist zurück. Oh, schön, ich bin an dir vorbeigelaufen, Geist. Du warst so durchsichtig. Wir haben Neuigkeiten. Oh, bitte, sagt es mir. Er starb auf der Suche nach dem anderen Schatz. Er wusste nicht, dass du dasselbe bist. Er hat keinen Hals. Nein, nein. Das ist meine Schuld. Er hat sich dir widersetzt. Ja. Und genau das tun Söhne ihn. Ich hätte ihn mitnehmen sollen. Wir würden leben. Und wären steinreich. Zusammen. Gib dir nicht die Schuld. Er hat nun Frieden. Trotzdem. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Ich besuche ihn in Helheim. Das war eine gute Tat, Kratos. Ja. Und das findet Atreus bestimmt auch. Ja. 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 Habe ich allerdings auch gemacht. Irgendwie ist das so ein Ding, sich dem Vater zu widersetzen, oder? Er hat auch gesagt, mach das und das. Habe ich nicht gemacht, so, und im Nachhinein wäre das voll klug gewesen, das zu machen. Da ist das Skelett und da ist der Schatz. Also jetzt dahin. Jötunheims Tugend. Ein Netz. Lungen. Nein, das ist Blödsinn. Was? Brocks verdammtes Rätsel. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Dieser blaue Trottel darf mich nicht schlagen. Wenn du dich so aufregst, hat er das schon. Da ist der Rabe. Und die Position finden, wo wir ihn abstechen können. Den Speer gefertigt? Warte, nein! Brock muss mir erzählen, was passiert ist. Ich werde einfach so tun, als wäre ich nie hier gewesen. Sehr gut. Ich helfe gern. Ah, guck mal, jetzt können wir... Was für Freya? Bringt das was, ihr anderes Schwert auch zu verbessern? Was brauchst du? Ich reinige mein Werkzeug. Noch? Noch Platz? Nice. Flüstertafel um versteinerte Knochen. So, der hat Stärke 20. 23.
Guck mal, du siehst mein Speer nicht. Ich halte einfach ein Schild in die Kamera. Deine Gegner sterben schmerzlos. Fast. Das bringt Schmerzen. Ja, das sieht schon mal okay aus. Ich feuere die Schmiede an. Erstmal ein Level up. Gehen wir mal die Raben suchen. Versuchen wir uns mal an dem Draugerloch. Oh, danke fürs Einsammeln. Oh. Ich habe so ein Ding vergessen? Eieieiei. Ah, Jötunheim habe ich jetzt 3. Maximale Rage erhöht. Oh, erstmal so. Erstmal irgendwas rein da. Ach, das war hier, wo wir die Glocke geschlagen haben. Das war mit eins der ersten Draugerlöcher. Noch mehr die anderen doch da. Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! No. Was ist mit dir? Es gibt Geschichten über eine grausame Herrscherin. Sie war zu wütend, um zu sterben. Wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall nicht mit meiner Stufe skaliert. Ja, wenn ich alle von diesen Flammen habe, kann ich auch Chaosling nochmal eine Stufe upgraden. So, und jetzt. Den Kakaluni weg ist smashed. Der nächste Rabe fällt. Das noch Wissen an der einen Maschine, okay.
mich denn dahin? Das ist einfach in die andere Richtung, ne? Kann man hier machen mit. Da hier drüben einfach runterhüpfen. Wirklich schade mit dir, Gruft. Aber ich nehme gern alles, was du retten konntest. Als der Vogel explodiert. Wissen. Irgendwo ist hier noch Wissen. Hinter dir, Kato! Ich wollte nur gucken, ob hier irgendwo Wissen rumliegt. Muss ich mich wieder mit sonst was auseinandersetzen. Ja, hier liegt ein Kater, ich beim letzten Mal übersehen. Die Leiter erklimmen. Dafür wieder Rage und alles verbraucht. Ist die Antwort vielleicht nichts? Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Nichts. Nein, ich glaube nicht. Ich mag keine Rätsel. Ich mag Rados. Nee, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir darüber segeln. Dann haben wir Muspelheim freigeschaltet. Das ist warm. Wir haben alle Raben hier. Nice. Geist der Rebellion. Ah, das ist der Hammer bestimmt, dass wir den abgeben. Mich verfahren, muss da lang.
vor der Seefahrer. Du nasch mal da, ich nehme meinen Schatz mit und dann gehen wir wieder. Ey, es sind überall Berserker-Grabstätten. Das wird noch ein Spaß, die zu verkloppen. Boah, wenn man reinguckt, da ist sogar Gras und alles unten. Schon schön hier bei den Zwergen. Kann man mal hinreisen. Loot. Also, du magst keine Rätsel, was? Nein. Ach, du hast einfach noch keine guten gehört. Hier, jung bin ich groß, alt bin ich klein. Was eine bin ich? Kerze. Ja, das kanntest du schon? Nein. Oh, na, gefällt es dir? Nein. Ist schon nice. Fällt es dir? Nein. Halt dein Maul. Geh weg mit deinen Rätseln. Smalltalk brauchen wir hier nicht. Wollen wir zu Dürr? Ich glaube, er sagte, er sei in der Taverne zu finden. Das, wieso ist denn das? Ach, das ist Niedervilier hier noch. Das ist die Schmiede. Die Berserker-Grabstein Niedervilier. Da sind wir ja genau auf der Grenze. Mjöx-Tunnel, Niedervilier. Genau, das ist der Berserker-Grabstein von Niedervilier. Ja, von hier haben wir noch unsere Bootsfahrt angefangen. Keine zwei Stunden mehr. So, ich glaube, hier ins Büro müssen wir nicht unbedingt. Die Dame der Schmiede zu treffen, hat einige Erinnerungen geweckt. Ich dachte, solche Dinge gäbe es nur in meinem Heimatland. Waffenschmied, Meerjungfrauen? Ja. Ich erinnere mich gut an eine Seenymphe namens Nimue. Sehr talentiert mit einem Schwert. Nimue. Das meinte ich wörtlich. Schäm dich. Sie machte die besten Schwerter der Insel und hatte große Träume, was sie eines Tages damit tun würde. Was wohl aus ihr geworden ist. Ey, gerade haben die so einen Moment, ne? Da hauen die einen raus nach dem anderen. Im Umgang mit Schwertern. Mir. Doch. Den kaufen garantiert, Leute. Oh, ich wollte gucken, ob die Moxie Borderlands Edition von den Moxie aus Borderlands Whisky in der Limited Edition wieder zu bestellen gibt. Ist nicht so, dass ich trinke kein Whisky, aber ich will die Flasche haben. Ich bin vorbei und habe eine Einherjer-Patrouille ausgeschaltet. Das Gebiet sollte rein sein, wohl aber nicht der Rest der Stadt. Eine Einherjer-Besatzung wirkt wohl so gut wie eine Ausgangssperre gegen zu volle Straßen.
Ihr schon wieder. Ihr seid der Grund dafür, dass Odins Schergen durch die Stadt marschieren. Wir töten alle Einherjer, die wir finden können, falls das ein Trost ist. Wow, wow! Können wir das draußen regeln? Das ist eine friedliebende Einrichtung. Dein Hammer. Danke! Bedeutet vielleicht nicht viel, solange Odins Schläger in der Stadt rumtrampeln. Aber wenn die Leute ihn sehen, wissen sie, dass wir noch nicht aufgegeben haben. Noch nicht. Hätte nie erwartet, das Ding wiederzusehen. Und war auch gut versteckt. Gebirgsspalter. Ist der crazy? Dürrlin. Kratos! Tut mir leid, was ich sagte, wie ich über deine Frau gesprochen habe. Ist schon gut. Nein, ich will mich entschuldigen. Wenn man den Speer des Allvaters im Rücken spürt, möchte man die Dinge in Ordnung bringen. Über die Sache zu schweigen, reicht aus. Wenn du es sagst. Du sprachst vom Widerstand. Stattdessen trinkst du. Oh, ich habe Pläne, von denen du überhaupt nichts weißt. Und sie verwirklichen sich gerade. In der Zwischenzeit habe ich nicht vor, all meine Seelenteile stocknüchtern nach Alvheim gleiten zu lassen. Wenn mich die Asen aufspießen, will ich zu besoffen sein, um es zu spüren. Du starrst mich an. Es ist schwer, dich nicht anzustarren. Wenn die Zwerge deine Stärke hätten, dann wäre Odin an diesem Ort niemals so weit gekommen. Meine Stärke ist nicht körperlicher Natur. Ja, sicher. Dürrlin. Haben wir dir diese ungewohnt frische Luft zu verdanken, die wir einatmen? Die Bergbaumaschinen sind aus. Also ja. Gehen wir mal davon aus, dass du sie gemäß dem 97-seitigen Betriebs- und Sicherheitshandbuch zur Handhabung, Wartung und Deaktivierung dieser Bergbaumaschinen ausgeschaltet hast. Ganz wie du willst. Tja, danke trotzdem. Bedeutet mir viel. Klar, wir haben das Buch gelesen. Mit vielen, vielen Seiten. Köpfen wir anscheinend sehr gerne. Sehr gut. Wobei noch mehr Gewalt die Bürger wohl kaum davon überzeugt, dass man sich wieder raustrauen kann. Ach, Quatsch. Die sollen sich mal nie so anstellen. Freya, eine Blume. Selbstverständlich. Das steht ja außer Frage. Wäre unverantwortlich, nicht die Bedienungsanleitung zu lesen. Freya, Lust auf ein Rätsel? Lust auf einen Stiefel am Kopf? Rätsel gelöst. Was ist denn auf einmal los? Blume. Mit einem dicken P.
Glänzender Erholungsgriff. Irgendwo unter der Erde. Boah, hier ist kein Portal. Hier ist der vergrabene Schatz. Der Apfelkern. Aber da sind wir doch. Haben wir Niederwilia alles? Ja. Außer den Grabstein. Ja, hier ist ein mystisches Tor, aber hier unten sind keine. Wie komme ich denn da hin? Ja, war das ein Yggdrasil-Riss zum Kämpfen da oben oder war da auch ein Wurm drin? Okay, Niederwilia haben wir. Also hier oben haben wir alles. Außer hier ist irgendwas unentdeckt noch. In der Höhle. Hier ist irgendwo noch Wissen im Fluchtgebiet und zwei unentdeckte Sachen. Gehen wir durch die Taverne zurück, nehmen das Portal, ja, ne? Wir können uns jetzt erstmal Svartalfheim angucken, jetzt wo wir den zweiten Stein haben. Ne, hier Muspelheim. Oder hatten wir es jetzt doch nicht? Doch. Aber ich glaube, wir müssen erst zu Radatonga, damit er das Ding repariert. Ich kann doch hinreisen. So, mal sehen, in welche Ecke von Muspelheim uns dieser Samen bringt, ha?
Das ging schnell. Du willst Ärger, was? Ich wusste, dass du einem weiteren Versuch bei diesen Kampfprüfungen nicht widerstehen kannst. Sieh einer an. Der Samen führt uns zu Sutters Spießruhen. Was weißt du über die Prüfungen? Oh, nur die üblichen Muspelhelm-Herausforderungen voller Gewalt und Gemetzel. Es hieß, dass Sutter dort seine Klingen schärft. Aber ich glaube, er liebt Kämpfe auf Leben und Tod einfach genauso wie wir anderen. Brock, als du Fake hattest, war sie... Da muss ich direkt unterbrechen. Brock plaudert niemals was Vertrauliches aus. Nicht einmal, wenn es um die Verstorbenen geht. Deine Angelegenheiten tratsche ich ja auch nicht überall herum, oder? Schmiede schwatzen nicht. So muss es einfach sein. Neue Dinge. Schick. Auf der wahren Flamme. Sieht geil aus. Ist aber nicht besser. Stärke. Göttliche Asche. Die sammeln wir bestimmt hier. Damit brichst du einige Knochen. Etwas für Freya? Die Asen werden vor Angst davonlaufen. Was soll es denn sein? Sie kämpft ja auch mit zwei Schwertern, ne? Krass. Ein Aschenblatt. 3 von 9 Blümchen. Harte Krabbe einfach, harte Krabbe. Habe ich schon mal gesehen. Es birgt Kampfherausforderungen. Es ist deine Wahl. Nimm keinen Schaden! Da sind sie! Hinter mir! Vorsicht!
Achtung! Feuer von links! Keinen Schaden nehmen als Herausforderung. Wir können uns auch zuerst aufwärmen. Nein. Achtung! Hinter dir! Feuer! Links! Bin ich dich los? Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das! Hinter dir, Bruder! Ein Griff kommt auf dich zu! Schnell! Achtung! Frostfeuer von links! Bruder, das kleine Mist, die explodiert gleich. Fehlgeschlagen. Ach, außerhalb der Zeit, ne? Boah. Ja, ich muss die drei Herausforderungen machen, vorher kriege ich die Kiste nicht auf. Fünfzehn Herausforderungen haben wir. Auch zuerst aufwärmen. Da sind das Feuer auf. Boah. Rechte Seite.
links! Rot! Gift von hinten! Achtung! Hinter dir! Linke Seite! Okay, da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit. Mit diesen Herausforderungen. Das ist ja... sind Herausforderungen. Wir können uns auch zuerst aufwärmen. Bereit machen. Vorsicht rechts! Ja. Interessant. Du musst diese Seelenkugeln wohl in die Leere werfen. Verschwinde, Bruder! Boah, wieso, wie siehst du denn das? Pass auf! Bin ich dich los? Achtung! Hinter dir! Oh.
komm, den schaffen wir. Sag dir eine Herausforderung besonders zu. Auf geht's. Rechte Seite. Interessant. Du musst diese Seelenkugeln wohl in die Leere werfen. Schütz dich selbst. Verschwinde, Bruder! Hinter dir, Bruder! Den schaffen wir. Du wählst die Prüfung. Das ist sie. Interessant. Du musst diese Seelenkugeln wohl in die Leere werfen. Der letzte.
eine Truhe ist aufgetaucht. Wir haben die Herausforderung gemeistert, aber es gibt hier noch mehr zu sehen. Könnte es andere Arenen geben? Wir haben eine Belohnung bekommen, die geil ist. Maybe lohnt sich's doch. Also es lohnt sich definitiv, das hier zu machen. Der Schmelztiegel, eine von 15. Wir können uns auch zuerst aufwärmen. Die anderen machen wir jetzt aber nicht. Gucken wir, ob die Rune da unten sich gelöst hat. Vor allem haben wir hier drei Schwerter bisher mit E. Nee. Ich muss beide Prüfungen schaffen, damit das weiter. Aber okay.